Zahntechniker, FPÖ-Chef, Hauptdarsteller im Ibiza-Video und jetzt möglicherweise Berater. Die Berufspalette von Heinz-Christian Strache, die ist weit gefächert. Jetzt hat er auch zwei Gewerbeberechtigungen in der Tasche. Zum einen für Public Relations, ausgestellt im September von der Gemeinde Tulln. Und eine zweite Gewerbeberechtigung hat er auch seit wenigen Tagen inne, und zwar als Unternehmensberater. Heinz-Christian Strache hatte noch vor wenigen Monaten gemeint, er wird möglicherweise im Bereich der Immobilienentwicklung tätig sein, doch daraus wurde nichts. Der einstige FPÖ-Chef hat das Ganze dementiert. Er ist aber nach wie vor auch, wenn man so will, beruflich als politischer Influencer tätig. Da sorgt er doch das ein oder andere Mal auch mit durchaus emotionalen Meldungen für Aufsehen. Auf Facebook beispielsweise hat er jetzt seinen richtigen Wutbrief geschrieben, adressiert an die FPÖ, vor allem an seinen Nachfolger Norbert Hofer und auch an Herbert Kickl. Konkret geht es um den Parteiausschluss seiner Ehefrau Philippa. Sie ist ja fortan wilde Abgeordnete, aber Heinz-Christian Strache selbst, der ist so richtig fuchsteufelswild und meint, man würde hier gegen eine junge Frau und Mutter vorgehen. Also er gibt sich ganz als Vorreiter der Rechte der Frauen. Wir sind jedenfalls gespannt, wie es mit Heinz-Christian Strache tatsächlich auch beruflich weitergeht. Ob er tatsächlich als Berater tätig ist oder nicht, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen.